Ein jubelhaftes Hallöchen an die YouTube-Menschheit. Wir sind zurück bei Let's Play GTA 4. Vlad hat uns die ultra nette Nachricht geschickt, dass er Hilfe braucht und die bringen wir ihm. You're going to have your license revoked. What? My friend, smoking in a bar is a crime, plain and simple. You're joking, right? This is a joke. Hey, Mallory, tell Fatty his cousin is okay. He just walked in. Great girl. Yeah? Stay away from her. Of course. Now listen, you did good with the beef the other day. But now one more peasant is trying to avoid paying. Who? Moskovsky jerk, who owns the laundry in the Masterson Street. Thinks in this country business is done differently. Says he will call cops on us. Okay. So? Jerk needs to be taught a lesson. Give him a beating. Let him know. Might is right. Hey! Stop that smoking back there! Marshall! Easy, buddy. Go on. Do what you gotta do. But remember, you see a cop, you don't know me. I see anyone, I don't know you. Ho, ho. Hello. Vlad, говорит. Да, да. Что ты хочешь? Быстрее. Я очень занят. Leute verprügeln, das klingt schon eher nach Aufgaben, die GTA-Style sind. Ich nehme jetzt den hier mal. Hallo. Und fahren damit zum Waschsalon. Die Polizei stand direkt dahinter und hat nichts gesagt. Finde ich auch mal sehr anständig. Was geht? Etwas ruckelig gerade. Egal, wir machen das schon. So, wir sind da. Ich hoffe, wir haben auch was zum Zusammenschlagen. Wir müssen nicht nur unsere Fäuste. Was ist denn jetzt los hier? So, haben wir was? Ein Messer. Ne, nehmen wir die Fäuste. I have a message from Blaine. Shit! Stay away from me! Oh Mann, er bewirft uns mit Wäsche. Das ist unglaublich. Die Brutalität dieses Spiels. Oh Gott. Es fährt da noch weg. Nein. Steig ein, schnell. Na, ah, einsteigen. Hallo, was geht? Vorsprung. Mal sehen, ob wir den noch einholen. Ja, ich bin guter Dinger, das schaut mal. Sollt ihr jetzt... Ach, davon ist er doch schon. Was ist aktuell mit meinem Spiel los? Das ist unglaublich. Und da fährt er an den Müllern vorbei. Das Stoppschild auf der anderen Fahrspur. Grandios überfahren. Das Stoppschild auf der anderen Fahrspur nicht beachtet. Und wir haben doch schon den Van eingeholt. Was machen wir jetzt mit denen? Sollen wir den rammen oder? PKW gegen Van ist nicht unbedingt die beste Variante, so ein Ding auszuschalten, aber ich will jetzt nicht aufpassen, dass ich nicht gleich auf dem Dach liege hier. Ach, er fährt weiter. Unglaublich. Ja, mich auch. Aber jetzt schon grenzen. Ganz gechillt machen wir das hier. Hat ja nicht unbedingt das schnellste Auto hier im Spiel. Von daher geht das alles noch. Machen wir das jetzt noch? Hält der von alleine irgendwann oder müssen wir den
irgendwo geben kann. Schauen wir vorbei. Und versuchen mal ein bisschen abzudrängeln. Jawohl. Sehr gut. You got me. You got me, okay? Why have you not paid Vlad the money you owe him? I'm going to. I've just been having the trouble getting it together. Vlad is impatient man. You will be getting the money to him soon, or your wife shall be using your washing machines to get blood out of your clothes. Do you understand? I do not ask twice for a favor. I understand. I will get it to him. I thought this country was different. Schön. Haben wir doch gewaltlos die Situation geklärt. Wir speichern natürlich. Ja, Frage ist, fahren wir jetzt wieder zu Vlad, machen irgendwelche Geldeintreibermissionen oder fahren wir mal zu Little Jacob und gucken, was der von uns möchte. Ich bin fast geneigt. Lass mal erstmal Vlad labern. I spoke to the laundromat on. He gets the message. He will pay you now. I like your style. You can be an intimidating guy. It's a shame everybody knows what a stupid yokel you are when you open your mouth, huh? Come back to the bar, so. Wir fahren zu Little Jacob. Wenn der Verkehr sich hier mal regelt. Denn ich bin mal gespannt, was der für Missionen für uns hat. Ich habe eine vage Vermutung, doch ich möchte hier keine stereotypischen Klischees auspacken. Deswegen lassen wir das mal. Da ich kein Freund von Klischees bin. Ja, wir fahren heute mal wieder grandios. Roman will auch noch was. Hey Cole, how you doing? This is so much fun. You know, Roman, I haven't been having that much fun since I got here. Has been a lot like hard work. Well, you should hang out with your cousin more often. Maybe that is the problem. I'm sitting here with Bruce. Well, we're sitting here and calling the cops. And watching them show up and look around. The fucking stupid bastards. You shouldn't cry wolf, Roman. Who knows when you really need help? Fuck! I think they see us. Have to go, Nico. Ja, dann möchte er doch mit uns mal was unternehmen, der gute Roman. Aber das muss warten. Na komm, Skelettmännchen. Aus dem Weg. Danke. Roman? Yeah. He's okay. Yeah. He's still waiting for his big break, eh? Big break? So, I promise I'll come for to a fool in an acre. A boy for creep before him can walk, you know. Yeah. Anyway, let's go for a little drive. Come. Brofist zur Begrüßung, finde ich in Ordnung. Yo, I have a deal for me, you know. You have to go down to Saratoga Avenue in Willis. You mind taking this wheel? Herb don't do too well for my honor, my incarnation. Und das sieht mir doch ein bisschen nach einem Drogenhandel aus. Stupid idiot, eat the car! You sure you don't want some? I'm sure. You might not keep the windows closed. Keep the ganja in the car. Hot box, see it? So what's the deal? I'm buying some curry off a new sauce, you know? Don't know if it's all this herb, but I made a paradise, I don't trust them. Who arranged this deal? Some arbor shot in the crew. Bad man known him a long time, but
I think them faced it. If this goes wrong, I don't know what kind of shit bad man gonna lay upon them door, you know? You think this is a setup? I don't know. I've been smoking hard, you know. Fucks with my brain and everything. Let me think of all type of shit. I dread it, don't trust yourself, can't trust no one else, see? You can't shake no hands when your fist be clenched. You hear me, brother? Sure, I hear you. Ich bin ja froh, dass die Untertitel da stehen, denn irgendwie hätte ich gerade arge Probleme, ihn zu verstehen, wenn es nicht so wäre. Nicht, weil mein Englisch so schlecht ist, sondern weil er so ein bisschen komisch redet. Wir sind erstmal vor Ort und schauen, wie wir jetzt hier das Leben schwer machen. Go around the back in case one of them try to get jumped and run off with the ganja. Keep out of this vehicle, we might need to get out of here quick. Jo, dann warten wir hinten auf ihn. Mal sehen, was Spannendes passiert. Das ging ja fix. Sure, they didn't have no stuff, you know, they tried to take my clients. I still got it though. Finish them if them try to come out the back. I got the front covered. Muss ich jetzt aussteigen? Ach, ich überfahre die einfach, komm. Weg. Nein, was mache ich? Ungemütlich. Ja, danke. Sehr gut. Zwei weg und den dritten haben wir auch gleich. Er rennt erstmal einen Baum hoch. Sehr gut. Liebe Kinder, nicht nachmachen. Ich werde gleich mal schauen, was hier mit dem Spiel los ist, denn so kann man das ja in keinem anbieten hier. Bietet sich an, weil wir auch gleich eine kurze Aufnahmepause machen, beziehungsweise der Teil dann auch vorbei ist. Na komm, Little Jacob. Wo haben wir hin? Ja, wie gechillt er da langläuft. Unglaublich. So, ich würde sagen, Little Jacob ist im Auto. Ja, real bad man in der Nico. Respekt. Fahr das Savannah Avenue in der Meadows Park. Wir machen an dieser Stelle einen kurzen Cut und ich schau mal, was mit dem Spiel los ist. Bis gleich.